Eason würde das sicher verstehen. Er hat sich nach dem Krankenhaus auch erst erholt. Also könntest du das genauso. Du vergisst, dass er einen ernsten Autounfall hatte und ich war nur das Frühstück für einen Skorpion. Nur, sagst du? Ich brauche nicht viel Erholung. Und abgesehen davon würde ich sie mit dir in einem Zimmer bestimmt nicht kriegen. Ich wäre mir an deiner Stelle nicht so sicher. Aber ich an deiner. Jetzt mal ernst. Du wolltest, dass ich noch etwas warte, bis ich wieder anfange zu arbeiten. Und ich möchte, dass du auch noch ein bisschen wartest. Können wir die Flitterwoche nicht verlängern? Ich würde ja gern, aber ich bin endlich wieder einsatzfähig. Ich muss zu dieser Besprechung, verstehst du? Ich war viel zu lange weg und in der Zwischenzeit ist viel passiert. Ich weiß. Ich will doch nur, dass du vorsichtig bist. Was soll mir im Büro schon passieren? Das sagst du immer. Also gut, um dich zu beruhigen, nehme ich dieses Ding hier mit. Das müsste auf jeden Fall helfen. Zufrieden? Sag bloß, du bist seit neuestem abergläubisch. Du hältst es doch für einen Glücksbringer, oder? Außerdem erinnert es mich an die Hasenpfote, die ich früher immer dabei hatte. Aber gegen das Amulett hat auch der Tierschutzverein nichts einzuwenden. Ich beeil mich. Er hat was? Wann soll das gewesen sein? Vollkommen absurd. Mason braucht keinen Revolver. Nein, ich wüsste nicht wozu. Nein, wirklich nicht. Ich habe nicht die geringste Ahnung. Nein, suchen Sie ihn nicht. Er wird wissen, was er tut. Ja, natürlich. Ich rufe Sie an. Sobald ich weiß, was los ist. Danke. Julia? Ich dachte, du wärst schon zu Hause. Ich weiß nicht, ob ich dir das Ganze erzählen soll. Ich werde es müssen, damit du mir versicherst, dass ich nicht vollkommen meinen Verstand verliere. Dieser Privatdetektiv, den Mason und ich ab und zu engagieren, hat angerufen und gesagt, dass sich Mason einen Revolver gekauft hat. Aber Mason hat absolut keine Ahnung von Revolver. Er möchte das anscheinend ändern. Du hast uns doch gesagt, dass soweit alles in Ordnung ist. Ich habe es euch gesagt, weil Mason es mir erzählt hat und ich möchte gerne glauben, was er über sich sagt. Aber so wie es aussieht, lügen wir uns alle mal wieder an. Falls du wissen solltest, worum es geht, wäre ich dir dankbar, wenn du mich einweihen würdest. Na gut, allerdings habe ich nur eine Vermutung. Steven macht einen Film über seine Version von Cassandras Tod. Er hat sich da etwas ausgedacht. Er ist der Meinung, dass wir alle unsere Finger mit im Spiel haben müssen. Die letzte Szene handelt davon, dass Mason sie wahrscheinlich ermordet hat. Steven denkt das. Davon soll also der Film handeln? Zwar habe ich das Drehbuch nie ganz zu Gesicht bekommen, aber so viel ich weiß, ja. Aber ich verstehe wirklich nicht, wieso du mitmachst. Du kannst doch in diesem Film unmöglich spielen. Oh, ich verstehe. Glaubst du wirklich, dass Mason für ihren Tod verantwortlich ist? Ich muss schon sagen, das hat ziemlich wehgetan. Das ist nichts im Vergleich zu dem, was ich deinetwegen durchmachen musste. Du ekelhaftes, gemeines Monster, du hast keine Ahnung, was ich gelitten habe. Und welch unglaublich schmerzvolle Qualen mich quälen. Und die Demütigung, die mich... Demütigte? Mach dich nicht lustig über mich. Nee. Hast du eine Ahnung, was Layton durchgemacht hat? Und Warren, wenn ich ihn gefunden hätte, um ihm zu sagen, was mit dir passiert ist. Und du hast dir auch keine Gedanken gemacht, was deine Mutter und Britt für Schmerzen erleiden mussten. Du bist verabscheuungswürdig, Lionel. Das ist das Mieseste, aber was du dir je geleistet jetzt hast. Warte doch, Schätzchen. Wenn du still bist, dann kann ich dir alles erklären. Sag ja nicht nochmal Schätzchen zu mir, du Mistkerl. Ich kann jetzt keine Menschen mehr in die Augen sehen. Ich sollte dich umbringen, und zwar auf der Stelle. Du hättest es verdient für das, was du getan hast. Ich wusste es, du liebst mich noch. Ich liebe dich? Nein, du bist ein abscheulicher Mistkerl. Es waren Botschafter da und Honoratioren aus aller Welt folgten dem Trauerzug. Wieso lebst du, Lionel? Wie kannst du es nur wagen? Wie kannst du hier sitzen, wenn die Polizei in Singapur gesagt hat, du bist tot? Die Polizei konnte nicht anders, weil sie dachte, dass es stimmen würde. Es ist eine sehr, sehr lange und komplizierte Geschichte. Lass uns doch irgendwo hinfahren und ich erkläre dir alles. Aber erst, wenn du dich beruhigt hast. Ich will mich aber nicht beruhigen, hörst du? Du meine Güte. Was soll ich denn all den Leuten bloß sagen, wenn sie herausfinden, dass du immer noch auf diesem Planeten rumtanzt? Und ich bin der Lacher der Saison. Keine Angst, das wird nicht passieren, mein Liebling. Denn ich bleibe einfach für alle tot. Das ist der wichtigste Bestandteil meines Plans, weißt du? Lionel Lockridge weilt nicht mehr unter den Lebenden. Möge er für immer in Frieden ruhen. Ich verstehe nicht. Was hast du gesagt? Ich habe gesagt, dass es besser wäre, wieder tot zu sein? Nein, ich bin ja gerade erst beerdigt worden. Oh. Ich möchte bloß tot das bleiben. Das ist einfach zu viel. Etwas Geduld, bitte. Ich verspreche dir, meine etwas verrückte Idee zu erklären. Der Spaß fängt doch gerade erst an. Spaß, sagst du? Den kann ich allerdings nicht erkennen.
Jetzt noch nicht. Der kommt später. Aber nun sollten wir erst mal fahren. Wir haben noch einen weiten Weg vor uns. Lass den Unsinn. Man wird dich erkennen. Damit wirst du nicht durchkommen. Das ist wirklich die makaberste Sache, die du mir jemals zugemutet hast. Ich bitte, den Keuschheitsgürtel fest anzulegen. Es wird eine holprige Fahrt. Hast du diese Rolle angenommen? Weil ich lange keine Ahnung hatte, um was es eigentlich geht. Ich habe meine Textbücher Seite für Seite und erst am Vortag bekommen. Erst im Laufe der Zeit wurde mir einiges klar. Als mir dann endlich bewusst war, um was es ging, habe ich weitergemacht. Denn ich denke, es ist besser, wenn ich weiß, was passiert ist. Außerdem lässt CC die Veröffentlichung doch überhaupt nicht zu. Was ist mit meiner ersten Frage? Glaubst du wirklich, dass Mason für Cassandras Tod verantwortlich ist? CC hat mir erzählt, Mason ist hierher gekommen in der Nacht, nachdem er mit Cassie den Streit hatte. Er war wieder völlig betrunken und verwirrt. Julia, Mason hat überhaupt nicht die geringste Ahnung, was passiert ist und was er gemacht hat. Ich weiß, dass das der Fall ist. Ich hoffe, er kann die Antwort finden. Ganz sicher. Ich hoffe es sehr und du sagst mir, wenn ich euch helfen kann. Du kannst beten, dass ich herausfinde, was los ist, bevor sein Vater ihn der Polizei übergibt. Hallo, Julia. Tag, Brandon. Was ist denn mit ihr los? Ach, wisst ihr, es ist nichts Ernstes. Sie hat nur einen schlechten Tag erwischt. Hallo, Brandon. Hallo, Sophia. Na, wie geht's dir? Ich habe Brandon Sachen dabei. Er kann gleich bei euch einziehen. Ja, sehr gut. Wieso versuchst du nicht, Patricia zu finden, damit sie dir hilft, die Koffer reinzubringen? Das muss sie nicht. Ich kann das allein. Entschuldige, natürlich brauchst du sie nicht. Ist doch klar. So, hiermit ist der große Tag wohl endlich gekommen. Ich habe keine Ahnung, wo Mr. Griffin sich zurzeit aufhält. Er hat mir leider keine Nachricht hinterlassen. Verdammt nochmal, Alfred, erzählen Sie mir keine Märchen. Wir haben dazu keine Zeit mehr. Ich versichere Ihnen, dass ich wirklich überaus gerne helfen würde. Jetzt hören Sie endlich auf, mir was vorzuspielen! Alfred, Sie haben mich wegen Derek auch schon mal um Hilfe gebeten. Es ist besser, Sie würden mir helfen, ihn aufzuhalten. Ich muss wissen, wo er ist. Ich kann Ihnen nur nochmals versichern, Mr. Hunt, dass ich Ihnen seinen Aufenthaltsort nennen würde, wenn ich ihn wüsste. Was ist passiert? Traut er Ihnen nicht? Hat er herausgefunden, dass Sie mir Informationen gegeben haben? Ich glaube, er vermutet es. Ich bin sogar sicher. Ein Grund mehr, keine Zeit zu verlieren. Alfred, er ist da draußen und will Mason töten. Und diesen dreckigen Job will er selber erledigen. Sie wissen das. Wir sind die Einzigen, die ihm helfen können. Nein, das kann keiner mehr. Es ist schon so gut wie geschehen. Nicht, wenn Sie mir helfen! Derek lauert Mason auf, um ihn abzuknallen. Er hat sich am Telefon für mich ausgegeben, um sich mit ihm zu verabreden. Möglicherweise fällt Mason drauf rein und läuft in die Falle. Also denken Sie nach! Wo könnte er sein? Wir müssen alles dran setzen, um zu verhindern, dass er diesen fürchterlichen Fehler aber begeht. Er denkt gar nicht, dass er einen Fehler macht. Das ist ja das Problem. Man könnte meinen, dass dieser Plan zu einer fixen Idee geworden ist. Ich habe doch versucht, ihn davon abzubringen. Was glauben Sie denn, warum ich damals bei Ihnen war? Auch heute habe ich alles versucht, ihn davon zu überzeugen, dass er eine falsche Entscheidung getroffen hat. Doch er will nicht hören. Sie gingen doch zusammen runter. Wohin ist er gegangen? Ich habe ihn ans Auto begleitet. Er stieg ein und fuhr sofort weg. Ich weiß beim besten Willen nicht, wo er sein könnte. Ich schwöre es Ihnen. Glauben Sie mir. Verdammt! Ganz ruhig. Wo könnte er hingefahren sein? Wo wäre man am sichersten? Der Tunnel. Aber natürlich. Da hat alles angefangen. Dort wird sich der Kreis auch schließen. Sie haben wahrscheinlich recht. Ich darf mich nicht irren. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Hoffentlich komme ich nicht schon viel zu spät. Ich bin es, Mason Campbell. Ist jemand hier? Herzlich willkommen zu Ihrer Hinrichtung, Campbell. Ich warne Sie, ich bin auch bewaffnet. Sie können mich nicht sehen, aber ich kann Sie sehen. Werfen Sie die Waffe runter, sofort. Schon gut, sofort. Runter! So, sie ist jetzt weg. Ich bin jetzt unbewaffnet.
Hören Sie, können wir das nicht wie zwei Gentlemen bereden? Escher ist genauso verrückt wie seine Frau. Er bildet sich ein, wir könnten sie ganz schnell finden und festnehmen. Ja, er hat verständlicherweise Angst, dass sie vielleicht nochmal versucht, ihn zu töten. Oder dass sie womöglich versucht, Shannon Pressman umzubringen. Ich kann ihn gut verstehen. Aber jetzt berichten Sie doch erstmal, wie Laura geflohen ist. Genau genommen weiß ich jetzt auch nicht mehr als vor 24 Stunden. Jemand hat den Wagen entführt, während die Beamtin weitere Leute für den Transport geholt hat. Aber Mrs. Escher kann es nicht gewesen sein. Sie saß zu dieser Zeit hinten im Wagen und die Beamtin schwört, dass die Türen fest verschlossen waren. Aber einen Anhaltspunkt hätten wir, denn diese Annie DiGiraimo ist aus der psychiatrischen Abteilung um die gleiche Zeit ausgebrochen, wie wir erfahren haben. Nun, man braucht wohl keinen Nobelpreisträger, um zu erkennen, dass diese Ereignisse miteinander etwas zu tun haben. Wäre möglich, dass sie das gemacht hatte, um sich an Laura zu rächen. Was meinen Sie? Ja, das wäre sehr gut möglich. Es ist doch so. Wenn Laura noch lebt, dann sind sie ganz bestimmt irgendwo zusammen. Und ich glaube nicht, dass sie sich noch in der Nähe des Wagens aufhalten. Das ist unwahrscheinlich. Aber um sicher zu gehen, werden wir eine Suchmeldung für den Wagen und die beiden Frauen rausgeben. Wegen des Wagens und wegen Laura läuft bereits eine. Für Annie veranlasse ich gleich alles Nötige. Sehr gut, aber die sollen dran denken, dass die beiden zusammen sind. Natürlich. Danke. Ich gehe jetzt. Aber zuerst muss ich Ihnen noch was geben. Nein, tun Sie das nicht. Doch, denn Sie sind ein Auserwählter. Der, der es wert ist, diesen Stein zu tragen. Und der, für den diese Inschrift gemacht wurde. Solange Sie dieses Amulett tragen, werden die Geister auf Ihrer Seite sein. Behalten Sie es so lange, bis die Zeit gekommen ist, es weiterzugeben. Ich kann das unmöglich annehmen. Es tut mir leid. Das geht leider nicht. Es gehört mir nicht mehr. Bruce? Kannst du mir helfen? Sie sind von 4 Richtern des Mordes an Cassandra Benedict für schuldig befunden worden. Diese 4 waren Cassandras beste Freunde. Den Freunden war klar, dass sie sich niemals vor Gericht verantworten müssen. Und das nur, weil sie ein Capwell sind. Deswegen wurde beschlossen, die Angelegenheit in die eigenen Hände zu nehmen. Ich weiß nicht, wer Sie sind, aber Sie verurteilen hier einen unschuldigen Mann. Sie sagten, dass 4 Menschen meine Verurteilung beschlossen hätten. Habe ich denn nicht das Recht, Ihnen gegenüberzutreten, wie bei einem Prozess? Nein, dieses Recht haben Sie nicht. Sie wurden zum Tode verurteilt. Und aus diesem Grund werde ich Sie jetzt hinrichten. Aber Sie werden mir doch sicher das Recht einräumen, mich zu verteidigen. Haben Sie Cassandra die Chance gegeben, um ihr Leben zu flehen, bevor Sie sie getötet haben? Haben Sie das? Sie sollen leiden, wie Cassandra gelitten hat. Dieser dunkle und scheußliche Ort, Capwell, wird auch Ihr Grab sein. Runter, runter auf die Knie und beten Sie. Beten Sie auch für mich, Mason. Wenn du hier jemanden umbringen willst, musst du bei mir anfangen. Es ist schön, dass du wieder bei uns bist, Brandon. Ich habe dein altes Zimmer herrichten lassen. Patricia hat es heute Morgen gemacht. Danke. Fühl dich wohl. Ich glaube, Rosa würde sich sehr freuen, wenn sie wüsste, dass ihr Enkel da ist. Schade, dass sie nicht hier sein kann. Wann kommt sie zurück? Hoffentlich bald. Sie ist in Mexiko. Brandon, wieso gehst du nicht schon mal nach oben? Ich komme auch gleich nach, ja? Du gehst doch nicht weg, ohne auf Wiedersehen zu sagen. Aber natürlich nicht. Dann gehe ich hoch. Ich befürchte, Brandon denkt, ich will ihn loswerden. Das traut er Ihnen sicher nicht zu, Gina. Ich bin allerdings überrascht, dass Sie Brandon hier lassen. Ich kann zwar verstehen, wieso, aber es überrascht mich trotzdem sehr. Ach, wissen Sie, ich hatte nicht so viele Möglichkeiten. Ansonsten wäre Brandon bestimmt nicht hier. Dass Sie dennoch überreden konnten, war nett. Aber ich musste ihn gar nicht überreden. Denn er wollte Brandon schon lange zu Hause haben. Mein Mann liebt ihn sehr. Damit werde ich mich auch abfinden. Ich habe einen Vertrag aufsetzen lassen. Sissy soll ihn unterschreiben, bevor ich wieder gehe. Ich bin untröstlich, Gina, doch er ist zurzeit in einer wichtigen Besprechung. Ich gebe es ihm nachher zu lesen. Ich will nicht, dass er die Papiere liest. Ich will lediglich, dass er sie unterschreibt. Denn was er davon hält, ist ganz egal. Und entweder er unterzeichnet oder Brandon kann nicht bei ihm bleiben. Das verstehen Sie doch. Denken Sie, er unterschreibt etwas, ohne es zu lesen?
Also gut, dann soll er es sich durchlesen. Er muss unterschreiben, sonst nehme ich Brandon wieder mit. Entweder es läuft, wie ich will, oder gar nicht. Ich werde ihm das Wort für Wort ausrichten, Gina. Ich denke, wir haben uns nichts weiter zu sagen. Oh doch, immerhin haben Sie sich erstaunlich lange Zeit anständig benommen. Sie haben sich geändert. Ganz Santa Barbara ist sehr froh über diese verdiente Ruhepause. Ich hoffe nur, dass Sie so weitermachen. Es wäre sehr schade für alle, wenn das nur die Ruhe vor dem Sturm gewesen sein soll. Ich bin nicht mehr so wie früher. Sie können beruhigt sein. Ich hoffe doch, dass meine Schwierigkeiten nicht noch größer werden. Ich bin sicher bald wieder in der Lage, meinen Sohn zu mir nach Hause zu nehmen, sobald ich ein Zuhause habe. Das hoffe ich auch, denn er möchte bei Ihnen sein. Versuchen Sie bitte nicht, ihn mir zu entfremden. Das würden vielleicht Sie tun, wir mit Sicherheit nicht. Hallo. Na, wie geht's dir? Wo ist denn Cruz? Oh, er musste wieder zur Arbeit und ein paar wichtige Dinge erledigen. Er arbeitet wieder, aber er soll doch verletzt sein. Du warst deswegen auch nicht bei der Beerdigung. Ja, er ist von einem Skorpion gestochen worden. Ich musste ihn zum Notarzt bringen, aber es geht ihm schon wieder gut. Ein Skorpion? Eine lange Geschichte. Setz dich, ich erzähl dir, was passiert ist. Er verschwand einfach. Er sagte mir, er wollte nur etwas herausfinden über Derek und seine Freunde und er käme bald zurück. Aber jetzt sagte mir Dante, dass ich Mason eine Waffe gekauft habe. Das klingt nicht gut. Wieso hast du mir das nicht früher gesagt? Ich hatte einfach Angst davor. Hattest du etwa Angst, dass ich dir nicht glaube? Es ist nicht das erste Mal, dass Mason plötzlich verschwindet. Diesmal ist es nur anders. Was ist dabei anders? Er ist anders. Unternimm was. Ich habe Angst. Mason, verschwinden Sie. Ich mach das hier schon. Aber wieso? Ja, Sie können ja später Danke sagen. Jetzt verschwinden Sie! Bleiben, Mason! Und du gehst aus dem Weg! Dann musst du uns beide töten. Das ist aber ziemlich mutig von Ihnen. Er wird es tun. Würden Sie jetzt endlich die Klappe halten und gehen? Machen Sie schon! Komm jetzt raus, Derek. Wir sind allein. Hast du eine Ahnung, wie glücklich du sein kannst, dass ich dich nicht erschossen habe? Es wäre unglaublich einfach, dich von dieser Erde wegzupusten. Man kann mir einfach nicht widerstehen. Ja, dem Tod ganz genauso wenig. Ich habe das Gefühl, du glaubst, was Mason gesagt hat. Stimmt doch, oder? Und du spielst so gerne den Helden. Nur ist es wahrscheinlicher, dass du diesmal als Opfer enden wirst. Nein, du wirst mich nicht erschießen. Wir sind Brüder. Schon vergessen. Wirf deine auch weg, ja? Na komm, wirf sie weg. Erinnerst du dich noch an die Kunstfälschung? Und wie ich sie C.C. Capwell angedreht habe? Er nahm sie, ohne mit der Wimper zu zucken. Ach nein, erzähl mir nicht, dass es um C.C.'s Gemälde geht. Nein, 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 keine Angst. Ich meine doch nicht die Fälschung, die er hat. Ich spreche von den Originalen. Hey, glaubst du denn, ich hätte sie einfach vergessen? Weißt du, ich habe mir schon gedacht, dass du sie mitgenommen hast. Ich konnte sie nirgendwo finden. Oh nein, du hast an den falschen Stellen gesucht. Heißt das, sie sind in Santa Barbara? Ja, ich habe sie hier gelassen. Sie waren immer in der Nähe deiner entzückenden kleinen Nase. Lass meine Nase aus dem Spiel. Was willst du tun? Du kannst sie nicht verkaufen, weil sonst nämlich rauskommt, dass sie nur die Fälschung hat. Natürlich, und genau deswegen ist mir auch dieser unheimlich trickreiche Plan eingefallen. Siehst du, als du mir sagtest, dass das Haus abgebrannt ist, wusste ich, es ist Zeit, etwas zu unternehmen. Darum tust du so, als ob du tot bist. Du hast's erfasst. Wer traut schon einem toten Mann einen Gemäldediebstahl zu? Ich bin gespannt, wie du es schaffst, sie zu Geld zu machen. Ich habe einen Käufer in Singapur. Er ist bereit, für die Madonna und den Giorgione 100 Millionen Dollar zu zahlen. Nur diese Gemälde. Allein diese zwei werden uns unendlich reich machen. Stell dir vor, 100 Millionen Dollar. Ja, es ist wahr. Mit diesem Vermögen können wir bis ans Ende unserer Tage um die Erde reisen und wir kaufen uns eine passende Identität. Stell dir das mal vor. Mit diesem Geld können wir uns alles leisten, wovon wir jemals geträumt haben. Na, was sagst du?
Und die ganze Zeit können wir uns über CC totlachen, weil er uns die Fälschungen abgekauft hat. Wie, sagst du? Wie kommst du nur auf die Idee, dass ich mit einem Toten um die Welt reise? Ich werde alles andere als tot sein, das wirst du sehen. Ich lasse mir auch ein Bart für dich stehen. Auch das noch. Na, was sagst du? Bitte sag ja. Du bist nicht gebunden. Und ich bin auch allein. Ich brauche dich so sehr. Ich habe dich vermisst, Augusta. Die ganzen letzten Jahre waren eine Nacht ohne Stern. Du hast dich nicht verändert. Du hast alles, was ich an einem Mann hasse und auch liebe. Mhm. Vermisst hast du mich hoffentlich auch. Ich glaube, ich habe nichts vermisst. Sicher? Ich bin nicht nekrophil und du gehörst zu den Toten. Ich bin es nicht gewohnt, tote Männer als Liebhaber zu haben. Genauso wenig, wie ich es gewohnt bin, dass sie mich nach Hause fahren. Verdammt sei dieser Kreis. Du klingst wie Lady Macbeth, die nach ihren Hunden schreit. Bei Fuß, Fido. Sofort. So, Schatz, jetzt bist du wieder hier. Ich hoffe sehr, dass du dich wohlfühlst. Alles ist so fremd hier. Bestimmt nicht lange. Du gewöhnst dich dran. Du warst immer sehr gern hier und es ist besser, als in diesem Wohnwagen zu hausen. Ach, es war doch gar nicht so schlimm dort. Ich fand es sehr lustig. Das wird es bald wieder sein. Aber dann in unserem Zuhause. Ja, und wann werde ich dich denn wiedersehen? Du kannst mich doch jederzeit besuchen. Wann immer du willst. Und wenn du mich vermisst, ruf mich doch an. Ich bin da. Ich komme dich doch auch besuchen. Das verspreche ich dir. Ich muss doch wissen, wie du dich fühlst, sonst mache ich mir furchtbare Sorgen. Aber das verstehe ich einfach nicht. Wenn du dir so große Sorgen machst, wieso soll ich denn hier wohnen und nicht bei dir? Es zwingt uns doch keiner dazu. Wir waren doch beide der Ansicht, dass es erstmal das Beste für dich wäre. Ich hatte mir nicht vorgestellt, wie furchtbar weh es tut, wenn es schließlich soweit ist. Ich bleib ja nicht hier. Sobald alles wieder in Ordnung ist, komme ich doch zurück zu dir. Bestimmt dauert's nicht lange. Und so weit weg bist du ja auch nicht. Ist doch die gleiche Stadt. Ja, Gott sei Dank. Und jetzt müssen wir tapfer sein, nicht wahr? Ach, Brandon. Du bist ein wunderbarer Junge. Es ist lieb von dir, dass du mich tröstest. Komm her. Das schaffen wir schon. Alles wird wieder gut. Wir werden doch bald wieder zusammen sein. Geh jetzt nach oben, mein Schatz, sonst fange ich an zu weinen. Du warst auf der Trauerfeier. Waren denn viele da? Ja, das kann man wohl sagen. Es war typisch für Augusta. Es war laut und viele verrückte Leute sind hingekommen. Ah. Zum Teil unmögliche Erscheinungen. Ein Zirkus war das, sage ich dir. Aber eigenartigerweise war es auch außerordentlich traurig und ergreifend. Lionel ist auch ein ganz besonderer Mensch gewesen. Ich nehme an, es hat dich sehr getroffen. Ich war geschockt. Immerhin kannten wir uns sehr lange. Aber ich muss trotzdem sagen, dass die Zeit, die wir zusammen waren, schon lange vorbei ist. Deswegen ist es für mich auch nicht ganz so schlimm. Daddy hat sich wundervoll verhalten. Es ist erstaunlich, dass er dir angeboten hat, die Trauerfeier hier zu veranstalten. Das hätte ich nicht von ihm erwartet. Er hätte dieses Angebot auch nicht gemacht, wenn er vorher gewusst hätte, was da los ist. Sind denn so viele da gewesen? Oh ja, und es waren wirklich die verrücktesten Leute dabei. Ich bin der Meinung, dass er einen guten Grund hatte, die Feier hier zu veranstalten. Wie meinst du das? Es muss irgendetwas passiert sein. Er ändert niemals aus heiterem Himmel seine Meinung. Was könnte das sein? Keine Ahnung. Es ist nur so ein eigenartiges Gefühl, dass ich nicht los werde. Etwas stimmt hier nicht.
Bleiben Sie dran. Gleich geht's weiter. Ich will aufrichtig zu dir sein. Ich glaube, wir sollten das nicht offiziell werden lassen. Und was machen wir dann, bitte sehr? Ich habe leider überhaupt keine Vorstellung. Ich weiß nur, dass ich die Gefahr nicht vergrößern will, in der er bereits das steckt. Das verstehe ich sehr gut. Dann lass mich mal überlegen, was wir machen können, damit es nicht wie eine offizielle Untersuchung aussieht. Uns fällt schon was ein. Ich wäre dir so dankbar, wenn du etwas unternehmen könntest. Ja, schon gut. Ich könnte wesentlich ruhiger schlafen und außerdem würde niemand von den Ermittlungen erfahren. Das ist auch wichtig. Ich werde so diskret wie möglich sein. Hast du wenigstens ein paar Informationen, die mir bei der Untersuchung weiterhelfen könnten? Wenn ja, dann sag's mir bitte. Ich werde ihn nicht in Gefahr bringen, das verspreche ich dir. Das weiß ich doch. Du warst immer ein Freund. Ja, nur ohne ein paar Tipps kann ich nichts machen. Also erzähl mir, was los ist. Darf ich reinkommen? Mason! Komm schon, Augusta. Sei nicht so störrisch und mach die Tür auf. Du spielst doch hier den Fahrer. Dann setz dich nach vorn. Ich will mit dir reden, hörst du? Ich aber nicht mit dir. Wir machen ein Geschäft miteinander, mehr nicht. Wenn du die Tür nicht freiwillig aufmachst, trete ich sie ein. Ich habe so viel hinter mir, wofür du die Verantwortung trägst. Aber du hast noch nicht mal ein schlechtes Gewissen oder bist reumütig. Aber du täuschst dich. Die Schuldgefühle plagen mich jede Minute meines Lebens. Du hast ja keine Ahnung, wie sehr ich leiden musste. Ich habe dich geliebt. Und dann bist du gestorben. Aber jetzt können wir doch das Wunder feiern, dass ich wieder unter den Lebenden weile. Das ist kein Wunder, sondern ein Affentheater. Ich finde, das macht nichts. Hauptsache ist doch, dass ich wieder zu Hause bin und das lebendig, oder findest du nicht? Das hast du nach jeder Reise gesagt. Das hat dich nicht abgehalten, dich ins nächste Abenteuer zu stürzen. Wer von uns hatte das letzte Abenteuer? Ich habe vergeben. Ich glaube nicht, dass ich dir deine neuesten Eskapaden vergeben kann. Was für Eskapaden mache ich denn? Leider. Ich weiß nicht, wie das gehen soll. Es ist unmöglich, dass du dich auf Dauer in Santa Barbara versteckst. Ach, das? Du vergisst, ich bin ein Meister in der Kunst der Verwandlung. Betrügen kannst du ausgezeichnet, aber das ist nicht dieselbe Kunst. Ein Bart, den du mit Kleister am Kinn festklebst, macht dich nicht unsichtbar. Und was ist mit deiner Mutter? Man kann ihr doch nicht ewig etwas vorlügen, oder? Das ist doch nicht nötig. Sie weiß schon alles. Ich habe sie angerufen und gesagt, dass ich vorhabe, meinen Tod vorzutäuschen. Oh, tatsächlich? Wie fürsorglich. Und bei mir war der dauernd besetzt, oder was? Ach, weißt du, ich dachte, du wärst überzeugender, wenn du nicht vorher wüsstest, was los ist. So, du hast also Mutter gebeichtet, dass du Bilder stehlen willst. Und das ganz in Ruhe, damit niemand dir in die Quere kommen kann. Nein, das glaube ich nicht. Sie würde dich verhaften lassen. Ich muss da wohl etwas klarstellen. Diese Gemälde gehören niemandem außer mir. Ich habe sie auf dem Segelschiff gefunden und bin der rechtmäßige Besitzer. Ja, du und Warren. Das stimmt, aber was ändert das? Ich ließ die Kopien machen. Aber nur, weil du dich rächen wolltest. Jetzt willst du noch mehr Rache. Was soll das? Nein, ich will vor allem das Geld haben. Ich finde auch, dass es mir zusteht. Wie schön. Erzähl die Geschichte ruhig den Wärtern im Staatsgefängnis. Und das hat dir Mutter wirklich abgekauft? Es war gar nicht so kompliziert. Ich dachte, es wäre schwieriger. Ich musste ihr nur erzählen, dass ein paar Sklavenhändler hinter mir her sind und sie mich nur dadurch retten kann, dass sie mitmacht. Aufgrund meiner außergewöhnlichen Vergangenheit hat sie das nicht weiter erstaunt und sie hat sich sofort bereit erklärt. Wie gut, dass es Mutter gibt, ne? Mhm. Jetzt weiß ich auch, warum sie so erstaunlich ruhig war, als ich ihr mitgeteilt habe, dass du tot bist. Mhm. Ich hatte einen Nervenzusammenbruch und sie hat nichts gesagt. Was stellst du dir mit Legen vor? Sie war völlig fertig. Willst du es etwa verheimlichen? Ich will überhaupt nicht von einer Schuld freisprechen. Doch ich hatte keine Ahnung, wo sie steckt. Sonst hätte ich sie benachrichtigt. Denn sie muss auf alle Fälle in den Plan eingeweiht werden. Oh nein, du verwickelst unsere Tochter nicht in unverantwortliche und noch dazu kriminelle Machenschaften. Gut, wenn du willst. Die Hauptsache ist doch, dass wir diesen Plan zusammen durchführen werden. Wie recht du hast. Ich werde dich nicht mehr aus den Augen lassen. Du hast viel Schuld auf dich geladen. Welcher Mensch ist ohne Schuld? Ich würde dich gern küssen. Also, wenn du willst, kannst du mich küssen. Aber nur kurz. Wo warst du? Ich habe jetzt leider keine Zeit für große Erklärungen. Wir müssen uns sehr beeilen. Craig Hunt hat mir gerade das Leben gerettet. Ich habe keine Ahnung, wieso.
Aber er ist zurzeit noch in dem Tunnel unter dem Waisenhaus und hält meinen beinahe Killer in Schach. Dann lasst uns gehen. Ich musste dich davon abhalten. Mord ist keine Lösung. Also beruhige dich und denke darüber nach. Du weißt, ich habe recht. Leider. Ich bin nicht der Einzige, den du eben verraten hast. Sondern auch Cassie. Und das verzeih ich dir nie. Auch unsere Bruderschaft und alles, wofür wir in diesem Leben kämpfen wollten, hast du in einem einzigen Augenblick verraten. Nein, das stimmt nicht. Die Bruderschaft steht doch auch für Vergebung. Vergebung für Mason, Vergebung für dich selbst. Wenn nicht, dann hat nichts mehr eine Bedeutung für mich, unsere Freundschaft nicht und auch sonst nichts. Bitte leg es weg. Und lass uns gehen. Ich kann nicht verstehen, wieso du noch zögerst. Ich verstehe es auch nicht. Dann warte nicht mehr länger, sondern tu es. Tu es! Wir sind auf dem Weg, Boss. Sonst noch was? Ja, pass gut auf, dass dich keiner schnappt. Denn wenn du geschnappt wirst und sie fragen nach mir, dann sag ihnen, dass wir uns niemals im Leben getroffen haben. Verstanden? Hast du das begriffen? Ach, zum Glück bist du endlich wieder da. Ich glaube, ich war noch nie so hungrig in meinem Leben. Willst du das nicht lauter machen? Man versteht ja nichts. Ich muss nichts hören. Ich habe den Film schon 1000 Mal gesehen. Du wirst dich bei mir entschuldigen, Lefty. Sofort. Ich sage das nicht 2-mal. Entschuldige dich oder ich werde deine Visage in Stücke schießen. Nein, bitte nicht. Ich habe es nicht getan. Nimm die Knarre weg. Ich schwöre, ich habe nicht gequatscht. Peng, 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 peng. Wo ist mein Essen? Hast du mir nichts übrig gelassen? Ich kann nichts dafür. Sie hatten keine Hühnerfüße mehr. Hähnchenschenkel, das heißt Hähnchenschenkel. Hühnerfüße klingt geradezu barbarisch. Ist doch egal, wie die Dinger heißen. Sie haben keine mehr gehabt. Und du hast mir nichts anderes zu essen gekauft? Ich wusste doch nicht, was du magst. Du weißt nicht, was ich mag? Das ist ja einfach unglaublich. Du bist zurückgekommen mit nichts weiter als einem alten Stück Brot für mich? Wie hätte ich mir anmaßen können, zu entscheiden, was du gerne isst? Du bist sehr wählerisch, Laura. Versuch dich mal an das Krankenhaus zu erinnern. Du hast alles stehen lassen, wenn dir der Mais zu fettig war. Das war etwas vollkommen anderes. Ich war nicht kurz vor dem Verhungern im Krankenhaus. Ich musste nicht den ganzen Tag ohne Essen auskommen wie heute. Und das verdanke ich nur dir. Kannst du dir eigentlich vorstellen, wie dämlich du aussiehst mit diesen roten Haaren? Du wirst bestimmt bald wie ein Specht schreien. Ich werde nie einen Specht nachmachen, ausschließlich Gangster. Wenigstens würde ich niemals so weit gehen und meine Partner beleidigen, was man von dir ja nicht gerade behaupten kann. Oh, wenn du etwas für unsere Partnerschaft tun willst, dann geh los und hol mir etwas zu essen. Ich kann nicht. Warum nicht? Ich glaube, der Sprit reicht nicht mal ins nächste Restaurant und zurück. Und es sind nur noch 65 Cent da. Für den Rest habe ich eingekauft. Also hättest du mir sowieso nicht zu essen kaufen können. Du verfrisst unser gesamtes Geld und lässt mir gerade noch genug, um mir einen Schokoriegel besorgen zu können. Hey, das ist ja eine tolle Idee. In der Lobby gibt es einen Süßigkeitenautomaten. Na los, hol dir was. Und was ist dann? Wir können noch nicht mal diese verdammte Hotelrechnung bezahlen. Wir können uns auch nicht schnell aus dem Staub machen, weil der Tank leer ist. Ich finde, du solltest dir das besser durch deinen Kopf gehen lassen, Buntspecht. Und es wäre gut, wenn du eine Antwort darauf hättest, wenn ich zurück bin. Der Eingang zu dem Tunnel liegt neben dem Waisenhaus. Wir brauchen Taschenlampen. Ich habe eine im Wagen. Weißt du, Julia, ich fühle mich nicht wohl bei dem Gedanken, dich mitzunehmen. Warum bleibst du nicht hier? Nein, nein, ich werde mitkommen. Schatz, ich denke, Cruz hat recht. Uns erwartet dort ein Killer. Hol Samantha und geh in das Haus meines Vaters. Wir treffen uns. Mason, ich will doch nur... Tu das, was ich dir sage. Was gibt's da noch zu überlegen? Tu's doch! Ich habe keine andere Wahl. Thank you.
was mit mir los ist? Zum Beispiel ist mein Haus abgebrannt, falls du es vergessen haben solltest. Ich habe alles verloren. Und ich kann es nicht länger ertragen, Brandon unter diesen Umständen aufwachsen zu sehen. Das Capwell-Anwesen ist wundervoll. Es wird ihm dort gefallen. Ein Junge muss bei seiner Mutter aufwachsen. Es spielt keine Rolle, ob es ein Wohnwagen oder ein Palast ist. Ein Zuhause ist bei der Familie. Ja, Bunny. Brandon mag Sissy gut leiden. Und auch Sophia, und er mag auch all die anderen dort. Und außerdem habe ich mich entschlossen, meine persönlichen Gefühle mal beiseite zu lassen. Deine persönlichen Gefühle beiseite lassen? Gina, du hast Sissy. Du redest mit mir, also hör auf damit. Das Telefon klingelt, hörst du? Denk nicht, du könntest dich so leicht aus der Affäre ziehen. Bunny's Dschungel, Bunny am Apparat. Oh, hallo Onkel. Nein, es geht mir gut. Hattest du Gelegenheit, über meinen Vorschlag nachzudenken? Oh, ja. Wenn ich sofort losfahren würde, könnte ich gegen 11 da sein. Ist dir das zu spät? Du weißt, ich liebe deine Fischsuppe, wenn sie aufgewärmt ist. Wir sehen uns nachher. Ciao. Gina, hör mal, ich muss sofort los. Aber wir haben noch eine Menge zu besprechen. Ja, schon gut. Denk nicht drüber nach. Wo fährst du eigentlich? Vegas, ich muss mit meinem Onkel Santino reden. Santino, und was ist mit deinem Onkel Mario? Ich nenne diese Namen nie in einem Atemzug. Mario und Santino, das sind wie du und CC, Feuer und Wasser. Wieso, wo liegt das Problem? Ach, weißt du, Santino ist mir ähnlich. Er konnte einfach nicht klarkommen mit den Familiengeschäften, also entschied er sich zu studieren und Anwalt zu werden, kurz und gut. Er will mir einen Rat geben, wie ich die andere Hälfte des Ladens zurückbekommen kann, so dass alles wieder mir gehört. Ja, Mason gehört immer noch ein Teil, oder nicht? Nein, nicht mehr. In einem seiner Anfälle geistiger Umnachtung überschrieb er es an Sascha Schmidt. Jetzt gehört es zu ihrem Nachlass und das heißt, wir können die rechtlichen Probleme aus der Welt schaffen. Ihr zwei werdet schon eine Lösung finden, bei Wein und eurer aufgewärmten Fischsuppe, oder meinst du nicht? Ich hoffe es jedenfalls. Gina, es tut mir leid, dass ich dich in deiner ersten Nacht hier allein lassen muss. Brandon ist nicht einmal hier, um dir Gesellschaft zu leisten. Naja, ich muss jetzt los. Ist schon gut, verschwinde endlich. Willst du dich nicht doch dazu entschließen, Brandon anzurufen und zu fragen, ob er dir Gesellschaft leisten will? Ich kann nicht. Das wäre noch zu früh. Ich habe ihn nur erst vor 10 Minuten abgeliefert und es kommt mir jetzt schon wie eine Ewigkeit vor. Kannst du dir vorstellen, wie ich mich fühle? Ich fühle mich absolut schlecht, verstehst du? Ich werde noch verrückt, wenn das so weitergeht. Gina, du solltest dich beruhigen. Wenn ich zurück bin, dann kannst du mir die wahren Gründe dafür verraten, warum du ihn zu den Capwells hast. Das werde ich nicht, hast. Das geht dich überhaupt nichts an. Ich ist weiß, ja schon gut, das okay, Beste okay, aber jetzt in diesem Augenblick. Warum rufst du ihn nicht einfach an und sagst Hallo? Seine Stimme zu hören wird dir gut tun. Bunny, ich kann das leider nicht tun. Wieso nicht? Er soll sich erst in Ruhe einleben können, verstehst du? Wenn ich anrufe und das nachdem er 10 Minuten dort ist, dann denkt er doch, dass ich ihn wie ein Baby behandle. Ich muss die Situation so akzeptieren, wie sie ist und ihn dort allein lassen. Hallo, Julia. Hallo, Samantha. Na komm, sag Hallo. Die erste Nachricht ist, dass es Mason gut geht. Zumindest war es vor 5 Minuten so. Schön. Die zweite Nachricht ist, dass jemand versucht hat, ihn zu töten in dieser Höhle. Was? In welcher Höhle? Es gibt einen Tunnel beim Polo-Club und jemand hat dort versucht, ihn zu töten. Und dann ist Hunter aufgetaucht und hat Mason gerettet. Craig Hunt? Ja, ausgerechnet er. Mason und Cruz wollten zurück zum Tunnel und sehen, ob sie irgendwas finden können. Danach kommen sie sofort hierher. Zum Glück ist wenigstens Cruz mit von der Partie. Ich konnte mich nicht einmal darüber freuen, dass Mason unverletzt ist. Er hat mich gleich danach nochmal zu Tode erschreckt. Zuerst solltest du dich erholen. Es wird alles gut. Du solltest nichts allein unternehmen. Die Polizei ist glücklicherweise informiert. Ich weiß. Ich wünschte mir nur, dass diese Leute dort keine Waffen hätten. Derek! Willst du mich hier liegen lassen? Willst du mich verrecken lassen? So wie Cassie vor langer Zeit, erinnerst du dich? Schlimm ist Ihre Verletzung. Ach, es geht schon. Es ist nur meine Schulter. Er ist uns entwischt. Wer war es? Ich weiß es nicht. Sind Sie da ganz sicher? Denken Sie noch mal drüber nach. Ja, ich bin sicher. Er trug keine Maske. Hat er das nicht gesagt? Ja, das sagte er mir.
Obwohl er nicht in der Lage war, mir zu erklären, warum er rein zufällig hier gewesen ist. Auf dieser Straße ist ja nicht gerade viel Verkehr. Sollten wir nicht besser die Ambulanz verständigen, bevor wir ihm all diese Fragen stellen? Ich werde über Funk Hilfe rufen. Also, jetzt können wir in Ruhe reden. Hören Sie, ich habe Schmerzen. Ich habe kein Verständnis für Ihre Art von Humor. Das verstehe ich. Ich verspreche Ihnen, dass ich Sie nicht zum Lachen bringen werde, Hunt. Beginnen wir doch einfach mit Ihrer Entscheidung, ausgerechnet mir das Leben zu retten. Bleiben Sie dran. Vector zurückkommt. Wieso? Was könnte ich Ihnen denn sagen, was er nicht wissen soll? Sie haben mich doch gewarnt, oder nicht? Sie waren diese Person, die mir den Rat gab, zu verschwinden. Wissen Sie, mein Gedächtnis ist momentan nicht auf der Höhe, aber mit einem Eimer Aspirin funktioniert's. Hätten Sie eine Tablette? Haben Sie es für meine Schwester getan? Oder kann ich darauf hoffen, dass Sie und Ihre Freunde mich noch brauchen, um mir etwas anzuhängen, was ich nicht getan habe? Glauben Sie an das Karma? So groß mein Interesse an fernöstlichen Philosophien auch sein mag, ich interessiere mich wesentlich mehr dafür, was damals Cassandra Benedict zugestoßen ist. Und Sie wissen es. Sie und Ihre Freunde, dieser sogenannte Viererbund, Kelly hat es mir erzählt, Brüder für alle Ewigkeit. Welcher von diesen Brüdern hat heute Nacht auf Sie geschossen? War es Eason? Wer sagt denn, dass es einer von Ihnen gewesen ist? Wer denn sonst? Es sei denn, Sie hätten jemanden angeheuert, um sich die Finger nicht schmutzig zu machen. Verdammt, wieso retten Sie erst mein Leben und schweigen dann wie ein Grab? Wenn Sie mir nichts erzählen werden, dann werde ich morgen oder übermorgen umgelegt und das wissen Sie ganz genau. Können Sie endlich aufhören, mir Fragen zu stellen? Ich kann Ihnen nicht antworten. Ich rate Ihnen dringend, verschwinden Sie aus der Stadt und nehmen Sie Ihre Familie mit, klar? Der Krankenwagen ist auf dem Weg. Wie geht es Ihnen? Er hat starke Schmerzen. Tja, dann muss er eben die Zähne zusammenbeißen und sich wie ein großer Junge verhalten, weil ich noch einige Fragen an ihn stellen muss. Zum Beispiel, was er hier verloren hat. Ich bin spazieren gegangen. Ein Spaziergang, wirklich? Ja, ich wollte an die frische Luft. Frische Luft? In einem Tunnel? Ich schätze, ich habe mich verlaufen. Ach so, Sie haben sich also verlaufen. Wirkt er wie jemand, der sich verlaufen hat, Mason, oder... Hat es vielleicht einen Anlass gegeben, dort absichtlich den selbstlosen Helden zu spielen? Ich weiß es nicht. Er sah ziemlich überrascht aus. Er sah nicht aus, als ob er mit einer Schießerei gerechnet hätte. Übrigens habe ich dort hinten meinen Revolver fallen lassen. Ich habe ihn. Das ist eine schöne Waffe, Mason. Du hast keine Ahnung, wer dich angegriffen hat, ja? Konntest du nicht seine Stimme erkennen? Nein. Aha. Du kanntest die Stimme also nicht, aber ich bin fest davon überzeugt, dass unser guter Mr. Hunt die Stimme sehr, sehr gut kennt. Ich würde Geld darauf wetten, dass Sie diese Stimme kennen, seit Sie im Knabenchor des Waisenhauses gesungen haben. Wenn Sie nichts dagegen haben, werden wir uns noch ein wenig auf dem Revier unterhalten. Ich bin gleich mit der Trage zurück. Hallo, wie geht's? Ich hätte gern eine Tasse Kaffee, schwarz und stark, bitte. Haben Sie Kuchen? Mhm. Apfel, Rhabarber, Zitrone, Marmorkuchen und Jefferson Davis. Jefferson Davis? Das sagt mir nichts. Wahrscheinlich waren Sie noch nie in Glasgow, Kentucky. Kommen Sie daher? Mhm. Haben Sie den Kuchen gebacken? Mhm. Wenn ich ihn esse, muss ich doch kein Dixie pfeifen, oder? Nein, Sie müssen ihn nur mit Südstaatenkette bezahlen. Ich nehme ein Stück. Und wenn ich ihn gut finde, kommt er auf die Speisekarte in meinem Restaurant. Denken Sie, er passt zu Fettuccini, Alfredo? Sie haben ein eigenes Restaurant? Ja, italienische Spitzenküche. Wenn Sie zufällig mal nach Santa Barbara kommen. Hier ist meine Visitenkarte. Stimmt was nicht? Was ist denn los? Okay, keine Bewegung. Flossen hochnehmen, das gilt für alle, ist das klar? Und keiner von euch sollte es wagen, sich umzudrehen, oder ich puste euch weg. Ach, du solltest die zwei sehen, sie sind so süß. Brandon rennt die ganze Zeit vor Samantha davon und sie muss ihn fangen. Und dann lässt er sich ab und zu fallen und sie schreit vor Freude wie am Spieß. Das kann sie wirklich sehr gut und das ist auch kein Wunder. Geschrei ist in unserem Haus ja keine Seltenheit. Wie er mit ihr umgeht, ist wundervoll. Ja, das stimmt.
Brandon und Samantha haben damals, wie du weißt, sehr viel Zeit miteinander verbracht. Du erinnerst dich, als er weggelaufen war und zu uns kam, weil er herausgefunden hatte, dass er adoptiert worden ist. Er war auf der Suche nach einem neuen Zuhause. Das ist eine sehr harte Zeit für ihn gewesen. Er war so verwirrt, weil er dachte, dass Gina seine Mutter ist. Und ich weiß, dass sie auch wie eine leibliche Mutter handelt und fühlt. Unabhängig davon, was wir über sie denken, sie liebt ihn. Außerdem vermisst er sie schon jetzt. Es ist schade, dass Rosa in Mexiko ist. Es wäre schön für ihn, wenn seine Großmutter hier wäre. Ach, Julia, du wirst an solche Dinge gar nicht denken können, oder? Nein, aber ich danke dir für den Versuch, mich abzulenken. Hoffentlich erwischen sie den Kerl. Gut, lass uns darüber nachdenken. Wer könnte es sein? Hunt müssen wir schon mal ausschließen. Ethan würde niemals durch so etwas seine Karriere gefährden. Also bleiben nur Derek oder Steven. Ich kann mir nicht vorstellen, dass einer von ihnen Mason töten will, nur aus einem Verdacht heraus. Aber andererseits war der Anschlag geplant. Es muss einer von ihnen gewesen sein. Wir kennen jeden Einzelnen. Kannst du dir vorstellen, dass einer zu einem Mord fähig wäre? In ihrer Version der Geschichte sind einfach zu viele Zufälle enthalten. So kann es nicht gewesen sein. Mason erhält eine Warnung, dass sie und ihre Freunde hinter ihm her sind. Jemand hält ihm eine Waffe unter das Kinn und... Und sie erwarten, dass ich ihnen glaube, dass sie nicht wissen, wer sich hinter dieser Skimaske versteckt hat. Sie sollten mir glauben, dass ich längst nicht mehr die Interessen dieses Viererbundes teile. Was die tun, geht mich nichts mehr an. Seit wann? Seit ich zu alt für diese Spiele geworden bin. Ich denke, ich kann ganz gut auf mich selbst aufpassen. Dann sind Sie ja zu einer späten Erkenntnis gekommen. Ja, genau. Hören Sie, Castillo, ich habe entschieden, dass ich mein Leben anders leben will. Und ich will einen Neuanfang wagen. Dazu muss ich alte Verbindungen auflösen. Sie hören sich an, als kämen Sie aus einer Therapiegruppe. Ich habe große Schwierigkeiten, Ihnen das abzukaufen. Ich kann leider nicht beweisen, dass Sie vorher gewusst haben, was heute Abend gelaufen ist. Das heißt aber nicht, dass ich es nicht herausfinde. Nur wenn ich es herausfinden sollte, wird es mir ein großes Vergnügen sein, Sie wegen Beihilfe an einem Mordversuch ins Gefängnis zu stecken. Kann ich jetzt gehen? Vorläufig schon. Aber Craig, falls sich Ihre Erinnerung oder Ihr Gewissen bei Ihnen melden, dann scheuen Sie sich nicht und rufen mich an, okay? Wenn Sie tatsächlich mit Ihrer Vergangenheit brechen wollen, dann machen Sie bloß nicht den Fehler, diese Leute weiterhin vor der Polizei zu beschützen. Sie können sicher sein, wenn die auffliegen, und das werden sie, dann werden die sie sofort verpfeifen. Er steckt garantiert in dieser Sache drin. Also ich weiß nicht, Cruz. Wenn du mich fragst, sagt er die Wahrheit, dass er sich von den anderen distanziert hat. Erschien mir glaubhaft. Wieso, Mason? Nur weil er heute dein Leben gerettet hat? Das könnte ein Teil ihres Planes sein. Der Mann wurde heute dabei angeschossen, Cruz. Und ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das ein Teil ihres Plans sein kann. Es war nur ein Streifschuss. Er wurde nur leicht an der Schulter verletzt. Das ist doch keine ernstzunehmende Wunde. Deiner Beschreibung nach wurde der Schuss aus unmittelbarer Nähe abgegeben und es müsste schon ein lausiger Schütze sein, der ihn auf dieser Entfernung verfehlt. Ja, das ist wahr, aber bei dieser Entfernung kann es Hunt ja auch gelungen sein, dem Schuss auszuweichen, oder nicht? Mason, du solltest wirklich nicht unterschätzen, wie weit ein Mann wie Hunt gehen kann, um uns zu täuschen. Craig war die rechte Hand von Mr. Tunnell und er war nicht Mr. Tunnells Chauffeur. Und wie denkst du, soll ich mich verhalten? Ich wünschte, ich hätte einen besseren Vorschlag zu machen als diesen, aber... Ich denke, es ist unvermeidlich, dass du und Julia und Samantha aus der Stadt verschwindet. Es wäre unter Umständen sogar besser, wenn ihr drei euch an verschiedenen Orten aufhalten würdet. Ich hätte da zur Not ein paar Adressen. Ist das nicht etwas übertrieben? Dass die keinen Spaß verstehen, hat man heute gemerkt. Wir sollten ihnen nicht die Möglichkeit geben, deine Frau und dein Kind als Geiseln zu nehmen. Wir werden es ihnen so schwer wie möglich machen, irgendeinen von euch zu finden. Ich weiß, dass euch eine Trennung sehr schwer fällt, aber... Es ist für euch auf jeden Fall die sicherste Lösung. Jetzt liegt einfach alles auf den Tresen. $26.14? Wer hat heutzutage schon Bargeld dabei? Ich zahle immer mit Kreditkarte. Ja, aber was wäre in einem Notfall? Da helfen lumpige $26 nicht sehr viel. Ich danke Ihnen vielmals für diesen Ratschlag. Ich werde es mir merken. Merk es dir gut. Es könnte Leben retten. Lass uns verschwinden. Hast du auch alles? Ja.
Na ja, dann sollten wir jetzt wohl lieber gehen. Es war nett, Sie alle kennengelernt zu haben. Und ich bin sehr froh, dass meine Befehle von Ihnen befolgt wurden. Mein Lehrer in der dritten Klasse pflegte immer zu sagen, das Wichtigste im Leben ist Gehorsam. Komm schon. Warte, mir knurrt der Magen. Wie kannst du jetzt an Essen denken? Würden Sie bitte diesen Kuchen dort einpacken? Ich liebe süße Sachen. Sagen Sie mir, wie der Jefferson Davis schmeckt. Den wollte ich eigentlich probieren. Ist das nicht niedlich? Hast du gehört, was er gesagt hat? Laura ist wirklich ein Herzchen. Haben Sie Laura gesagt? Oh Gott. Laura Escher. Woher kennt ihr beide euch denn? Ich kann es einfach nicht glauben. Die Welt ist kleiner, als man denkt. Worauf wartest du noch, Laura? Willst du uns nicht vorstellen? Barney Tagliati. Das ist Annie DiGirolamo. Angenehm, Annie. Finde ich auch. Ich bin sehr erfreut. Ist es für Sie das erste Mal, dass Sie als Geisel genommen werden? Nein, ich war es schon vorher ein, zweimal. Wieso? Sie sind bestimmt eine gute Geisel. Vorwärts, Marsch! Los, kommen Sie. Hier entlang. Kommen Sie. Vergiss das Essen nicht. Aber er... Vielen Dank. Sie ist sofort eingeschlafen und das in einem fremden Bett. Das ist unglaublich. Es wäre schön, wenn alle so vertrauensvoll und optimistisch wären. So etwas ist wahrscheinlich ansteckend. Das erinnert mich an damals, als die Kinder klein waren und ich darauf wartete, dass Sisi nach Hause kommt. Aber er kam einfach nicht zur gewohnten Zeit und draußen war ein Unwetter. Als er dann auch nicht anrief, war ich davon überzeugt, dass er einen Unfall hatte oder dass ihm etwas anderes Furchtbares zugestoßen war. Da ging ich zu Eden. Ich nahm sie auf den Arm und setzte mich mit ihr in einen Schaukelstuhl. Und ich fühlte, wie meine Unruhe immer mehr in Gelassenheit überging. Und ich spürte, wie mein Puls sich anpasste an ihren ruhigen Herzschlag. Sisi ist nach Hause gekommen und alles war gut. Und Mason wird auch nach Hause kommen, unversehrt. Hast du diesen Schaukelstuhl noch oben? Ich würde es gern versuchen. Es steht noch ein sehr schöner alter Schaukelstuhl in Kellys Zimmer. Manchmal frage ich mich, ob unsere Kinder wissen, wie sehr wir sie brauchen. Sie brauchen uns zum Überleben, aber wir brauchen sie noch viel mehr. Warum gehst du nicht nach oben, nimmst deine Tochter und setzt dich in den Schaukelstuhl? Ich schicke Mason nach, sobald er kommt. Ah, hallo. Hallo. Ich will mir nur noch etwas von diesem leckeren Nachtisch holen. Ich danke dir, dass du auf Samantha aufgepasst hast, Brandon. Das habe ich gern getan. Sie redet jetzt auch die ganze Zeit. Ich weiß, sie redet ununterbrochen. Welches Wort konnte sie zuerst sagen? Schaft. Schaft? Mhm. Das war ihr Wort für Saft. Hast du ein Album, wo du Sachen von ihr sammelst, wie ihren ersten Zahn? Oder wo du Daten notierst, wann sie den ersten Schritt gemacht hat oder so? Nein, leider nicht. Ich wünschte, ich hätte eins, aber ich hab's nie geschafft. Meine Mama hat eins angelegt für mich. Es gab Bilder von Weihnachten und von meinem ersten Fahrrad. Und von meinem ersten Schultag natürlich. Es ist in unserem Haus verbrannt. Oh, das tut mir leid. Das muss schlimm sein für deine Mom. Ja, sie hat es sich oft angesehen. Mütter sind häufig sehr sentimental. Aber Kinder können es auch sein. Ich war es auch. Wenn ich ins Ferienlager fuhr, hatte ich immer einen Umschlag mit Bildern dabei. Da war ich 12 Jahre alt. Bilder von meiner Mom, meinem Dad, von meiner Schwester und von meinem Hund. Und abends, wenn das Licht ausgemacht wurde, habe ich mir die Bilder unter der Bettdecke mit meiner Taschenlampe angesehen. Und dann musste ich weinen. Deshalb holte ich die Bilder nur nachts heraus. Es sollte keiner sehen, dass ich weine. Sie sollten nicht wissen, dass ich so starkes Heimweh hatte. Weißt du was? Ich habe mich genauso gefühlt, als ich dann zur Uni ging. Ach, wirklich? Mhm. Verrate es aber keinem. Geht klar. Weißt du, wenn du jemanden lieb hast, dann tut jede Trennung ziemlich weh. Unabhängig vom Alter. Du hast toll auf Samantha aufgepasst. Ach,
Hallo, Gina. Mom, hallo. Ich dachte, du arbeitest heute Nacht. Das sollte ich auch, aber im Dschungel war so wenig los, dass ich wieder nach Hause gehen konnte. Und zu Hause habe ich den hier gefunden. Ich dachte, du vermisst ihn. Du kannst wohl meine Gedanken lesen. Ich dachte gerade an meine verloren gegangenen Sachen. Ich freue mich darüber. Danke. Schön, wenn du dich freust. Es tut so gut, dich zu sehen. Hallo, wo ist er? Derek! Er ist noch nicht zurückgekommen. Haben Sie ihn nicht gefunden? Doch, ich hatte ihn gefunden. Wo ist er jetzt? Ich weiß es nicht. Ich würde Sie doch nicht anlügen. Was ist denn passiert? Er hat auf mich geschossen. Das müssen Sie sich vorstellen. Mein alter Schulkamerad schießt auf mich. Wieso? Das verstehe ich nicht. Ich verstehe es auch nicht. Er verhält sich wie ein tollwütiger Hund, der jeden anfällt, der mir über den Weg läuft. Er ist total verrückt geworden. Hören Sie, ich würde mir an Ihrer Stelle eine andere Arbeit suchen. Ich kann ihn doch jetzt nicht verlassen. Ich muss bleiben, um ihn wieder zur Vernunft zu bringen. Dazu ist es schon zu spät, Alfred. Richten Sie mir etwas von mir aus. Sagen Sie ihm, Mason Capwell steht jetzt unter Polizeischutz. Das Interesse der Polizei in dem Fall wird größer. Sie wollten mich darüber ausquetschen, wer auf mich geschossen hat, warum geschossen wurde und ob ich etwas über Mason weiß. Was haben Sie ihnen geantwortet? Ich hätte Ihnen als Antwort zwei Wörter nennen sollen. Derek Griffin, aber aus einem unerklärlichen Grund tat ich es nicht. Stattdessen eine Lüge. Ich sagte, ich wüsste nicht, wer der Killer ist. Warum? Wieso hast du gelogen, Craig? Muss ja seltsam sein, wenn man an seinem ersten Arbeitstag weggeschickt wird. Ach, weißt du, es war ja keine Menschenseele da. Sogar Bunny ist gegangen. Er wollte Verwandte besuchen. Und wie geht es ihm? Sehr gut. Er wollte gern, dass du im Dschungel vorbeikommst, aber ich dachte, es wäre besser für dich, wenn du die erste Nacht hier bleibst. Schönes Bett. Das ist bestimmt bequemer als das Feldbett im Wohnwagen. Ach, naja, ich fand das gar nicht so unbequem. Du hast ja einen eigenen Fernsehapparat. Und einen eigenen Videorekorder. Ja, ich konnte ihn noch nicht ausprobieren. Sophia hat gesagt, unten im Keller gibt es eine riesen Auswahl an Videos. Ich werde mir vielleicht später eins davon aussuchen. Wenn dir keines davon gefallen sollte, dann werden sie sicher jede Videothek in der Stadt anrufen und Sissi schickt einen seiner Fahrer hin, um dir den Film deiner Wahl abzuholen. Mom, was ist denn los mit dir? Alles ist so perfekt in diesem Haus. Patricia hat dir bestimmt auch deinen Lieblingsnachtisch gemacht. Das hat sie doch, oder nicht? Du solltest aber nicht vergessen, dass das ihre Arbeit ist. Sie wird dafür bezahlt und sie konnte jahrelang üben, um so gut zu kochen. Na und? Wir haben in letzter Zeit oft Fertiggerichte gegessen. Aber ich kann daran nichts ändern. Mit meinen Arbeitszeiten kann ich ja nicht mal einkaufen gehen, geschweige denn kochen. Mom, ist ja schon gut. Denkst du wirklich, Nachtisch ist so wichtig? Du lebst hier ganz anders. Das ist ein Riesenunterschied. Ja, das ist schon wahr. Aber der größte Unterschied ist, dass du nicht hier bist. Mir fehlen auch Onkel Mac und Phyllis. Ich fühle mich hier noch nicht sehr wohl. Und ich weiß nicht, ob es mir auf Dauer gefällt. Ach, Liebling, mir gefällt das auch nicht sehr, weißt du? Und wieso machen wir das alles? Hör zu. Vertrau mir, irgendwann wirst du den Sinn schon verstehen. Wann denn? Schon sehr bald. Du darfst niemals vergessen, dass ich dich liebe. Und zwar so sehr, dass ich dir einen brandneuen Basketball gekauft habe, weil ich den alten nicht finden konnte. Ich wollte ihn nur als Vorwand nehmen, um herzukommen. Ja, ich weiß. Aber ich wollte nicht, dass sie es merken. Woran hast du eigentlich gesehen, dass es nicht dein alter ist? Ich habe ihn extra schmutzig gemacht. Er fühlt sich ganz anders an als der alte. Aber der gefällt mir wesentlich besser als der andere. Wo ist der eigentlich geblieben? Ich weiß es nicht. Ich habe ihn schon seit Wochen nicht gesehen. Ich wollte ja nichts sagen. Aber die Basketballsaison ist vorbei. Ehrlich? Jetzt ist Baseballzeit. Oh, auch gut. Wieso? Na ja, dann habe ich für morgen ja einen Vorwand, um vorbeizukommen und dir deine Baseballsachen zu bringen. Ich weiß nicht genau, aber vielleicht beginnt ja einen Tag später die Football-Saison. Lass mich nie wieder allein. Tut mir leid, dass du dich so sorgen musstest. Ich habe einfach Angst. Es ist Juni. Juni?
Weißt du denn nicht mehr? Früher hattest du diese seltsame Angewohnheit, jeden Sommer zu verschwinden. Das war ein Gefühl für mich wie damals in der Schule, wenn die Ferien anfingen und ich meine Freunde 6 Wochen nicht sehen konnte. Damals bin ich ein anderer Mensch gewesen. Oh, es reicht. Lass uns lieber aufhören, von vergangenen Zeiten zu reden. Ich bin so froh, dass du wieder hier bist. Was ist in dem Tunnel geschehen? Wir haben Hunt dort mit einer Kugel in der Schulter gefunden. Vom Schützen fehlt leider jede Spur. Oh, genau das habe ich befürchtet. Cruz hat jede Menge Verdächtige, aber es fehlen ihm die Beweise, um einen von ihnen festnageln zu können. Also hat Cruz mir empfohlen, die Stadt wieder zu verlassen. Oh nein, 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 nein. Dieses Mal werde ich nicht hierbleiben. Ich komme mit. In Ordnung. Cruz ist auch der Ansicht, es wäre besser, wenn du und Samantha mitkommen würdet. In einer Stunde wird uns ein Wagen mit Chauffeur hier abholen. Aha. Und wo fahren wir hin? Ich weiß es noch nicht. Cruz wollte sich darum kümmern. Wir sollten jetzt langsam nach Hause gehen, um ein paar Sachen zu packen. Es ist ja nur für einige Tage. Ja, natürlich. Tut mir leid, dass ich dich damit so überfalle. Ist schon okay, wirklich. Wir überstehen das. Solange wir zusammenhalten. Und bitte jetzt gleich. Vor mir brauchst du den Koffer nicht zu verstecken. Ich weiß sowieso, was drin ist. Du wirst es doch nicht weitererzählen, oder? Wieso hast du mich nicht getötet? Vielleicht aus demselben Grund, weswegen du dicht gehalten hast. Du solltest nicht glauben, dass es ewig so bleiben wird. Die brüderliche Solidarität wird immer weniger. Da kann ich dir nur recht geben. Das nächste Mal, wenn du in meine Schusslinie kommst, treffe ich. Denkst du nicht, dass Mason genug hat? Hör endlich auf, damit ihn zu quälen. Was hat denn unser armer Mason durchgemacht? Pressman wartet schon seit 20 Jahren auf den Scharfrichter. Cassie, unsere Freundin, ist tot. Was hat Mason dagegen durchmachen müssen? Hör zu. Castillo ahnt, dass du es warst. Er glaubt nicht an einen bezahlten Killer. Mit der Polizei werde ich klarkommen. Cruz hat nichts in der Hand gegen mich, es sei denn, er bekäme von irgendjemandem einen Tipp. Wieso warst du damals einverstanden? Wieso haben wir die Sache gemeinsam besprochen, wenn du es jetzt alleine durchziehen willst? Ich dachte, mir würde ein Geständnis von Mason endlich Genugtuung bringen. Aber dann dachte ich immer an Cassandra. Ein Geständnis von ihm reicht nicht aus. Er ist verantwortlich für Cassandras Tod und dafür wird er mit seinem Leben bezahlen. Das schwöre ich. Du wirst dafür ins Kittchen gehen. Und zwar lebenslänglich. Ist es das wert? Nichts. Nichts wird mir passieren. Gar nichts. Lass es bleiben, bitte. Danke für den Ratschlag, aber es gibt kein Zurück. Hier steht das große Auto, Samantha. Das ist ein schönes Auto. Den Kindersitz für Samantha findest du vorne, Mason. In Ordnung, dann wollen wir uns das gleich mal ansehen. Hm? Ich werde dich nicht danach fragen, ob du deiner Sache sicher bist. Denn ich weiß, wenn es nicht so wäre, würdest du uns nicht gehen lassen. Ich hoffe, dass es nicht allzu lange dauern wird. Ich verspreche dir, ich halte meine Augen offen und werde alle beobachten. Auch Mr. Hunt. Wenn einer eine falsche Bewegung macht, werden wir sie einbuchten und euch zurückholen. Okay. Ist alles in Ordnung? Oh ja, sie flirtet bereits mit dem Fahrer. Es ist einer unserer zuverlässigsten Mitarbeiter, also ihr seid in guten Händen. Falls ihr etwas braucht, müsst ihr ihm nur Bescheid sagen. Danke. Ja. Ich werde euch jetzt allein lassen, damit ihr euch verabschieden könnt. Bis bald. Wieso hat er das gesagt? Darling, ich konnte es dir leider noch nicht sagen. Ich dachte, dass wir alle zusammen wegfahren würden. Es ist zu unsicher. Cruz ist der Meinung, dass wir uns unbedingt trennen müssen. Nein! Wir haben keine Zeit, darüber zu diskutieren. Es wird nicht für lange sein. Ich verspreche es. Doch, das wird es. Es könnte für Wochen sein oder für Monate oder für ein ganzes Jahr. Nein, Mason! Sir, entschuldigen Sie bitte. Ich muss darauf bestehen, dass Sie umkehren. Und zwar sofort. Verstehen Sie? Ich muss hier raus. Unser Gast hat sich gerade verabschiedet. Ich hoffe, es enttäuscht Sie nicht, Alfred. Wieso sollte ich enttäuscht sein? Als ich vorhin hereingekommen bin, habe ich Ihr Gespräch unterbrochen. Vielleicht hatten Sie ja noch etwas zu besprechen, was nicht für meine Ohren geeignet ist. Nein, hatten wir nicht. Er hat gefragt, wann Sie zurückkommen werden und gab mir eine Nachricht. Sagte er, dass ich ihn angeschossen habe? Ja, ich finde, das ist eine ziemlich harte Maßnahme. Streicheleinheiten bewirken bei einem Mann wie Craig Hunt nichts. Er ist nicht gerade ein zartfühlender Mann. Gewalt ist das Einzige, was er versteht. Das müssen Sie wissen. Sie kennen ihn besser. Ja. Ich dachte auch, Sie gut zu kennen, Alfred.
Was meinen Sie damit? Ich meine Ihre Loyalität. Ich frage mich, sind Sie loyal? Wenn ich es nicht wäre, wäre ich längst nicht mehr hier. Allerdings gab es in letzter Zeit einige Entscheidungen von Ihnen, mit denen ich überhaupt nicht einverstanden war. Alfred, machen Sie nicht den Fehler, mich vor mir selbst schützen zu wollen. Und schalten Sie niemanden ein, der auf mich aufpasst. Habe ich mich klar genug ausgedrückt oder muss ich noch deutlicher werden? Unmissverständlich. Ich werde den Koffer in den Schrank stellen. Oder meinen Sie, er sollte in den Safe? Noch nicht. Ich werde mich darum kümmern. Nicht Alkohol nehmen. Ich denke, die meinen das nicht so. Was wollen die dagegen tun? Mich erschießen? Hubie, ich hätte gern einen schwarzen Kaffee. Sie haben doch nicht etwa Ihre Gewohnheiten geändert, oder, Mr. Hunt? Naja, ich habe einen ziemlich anstrengenden Tag hinter mir. Etwas Hartes würde mir nicht bekommen. Hatten Sie einen Unfall oder sowas? Ach ja, das. Ich wollte mich einmal auf die Seite der Guten stellen. Glauben Sie mir, so seltsam es klingt, das ist wahr. Kann ich bitte das Telefon haben? Natürlich. Danke. Hallo? Hallo. Kann ich bitte Kelly sprechen? Nein, sie ist nicht hier. Sie ist ausgegangen. Soll ich ihr etwas ausrichten? Nein. Vielen Dank. Gute Nacht. Moment, wer ist denn da? Leidenschaft, Intrigen und Hass. Wie es weitergeht, erfahren Sie schon morgen zur gewohnten Zeit im California-Clan hier bei RTL. Sie wollten zwei Club-Sandwiches? Ja, das stimmt, ja. Sie sind doch Mrs. Lockridge. Ja, genau, das bin ich. Das mit Ihrem Mann tut mir wirklich furchtbar leid. Oh, danke, sehr nett von Ihnen. In der Zeitung wurde darüber berichtet. Die Gedenkfeier hat offenbar ziemliches Aufsehen erregt. Bedauerlicherweise ja. Wenn Sie mich entschuldigen, ich muss los. Auf Wiedersehen. Wem willst du was vorgaukeln? Was heißt das, Sie sind noch nicht dazu gekommen? Seit gestern liegt meine Anforderung auf Ihrem Tisch. Nein, erst mal eine reicht mir nicht. Ich brauche 4 Vorladungen und ich will sie heute noch, klar? Andernfalls werde ich dafür sorgen, dass Sie Ihre anstehende Beförderung bis auf Weiteres vergessen können. So, das war's. Schlamperei. Schon wieder Ärger? Es macht mich rasend, wenn ich mich auf einen meiner Männer nicht verlassen kann. Hast du nicht erst vor kurzem gesagt, Jerry Siegel wäre einer deiner besten Männer? Das ist er ohne Frage nach wie vor. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass du einen deiner Männer hier so angeschrien hast. Manchmal spuren sie nur so. Geht es denn schon wieder um Derek und seine Freunde? Ja, unsere 4 Musketiere oder wie auch immer die Herren sich zu nennen pflegen. Glaubst du wirklich, dass sie hinter dem Anschlag auf Mason stecken? Was? Was ist mit Mason los? Was für eine Überraschung. Hallo. Entschuldigt bitte, wenn ich so hereinplatze, aber was habe ich da gehört? Seit wann bist du zurück? Das ist doch jetzt nebensächlich. Verratet mir erstmal, was hier passiert ist. Während du in Los Angeles warst, hat jemand versucht, deinen Bruder umzubringen. Wir glauben zu wissen, wer dahinter steckt, aber wir müssen es erst noch beweisen. Wurde Mason verletzt? Nein, Craig Hunt hat sich vor ihn geworfen und die Kugel abgefangen, die für Mason bestimmt war. Genau so hat es sich abgespielt. Glaubt es oder lasst es bleiben. Und Derek treibt sich weiß Gott warum. Gehen wir das Ganze nochmal von vorn. Das hier ist keine Gerichtsverhandlung, Eve. Das weiß ich, aber vielleicht fällt dir noch etwas ein, wenn wir die einzelnen Punkte genau durchsprechen. Den Aufwand können wir uns, glaube ich, sparen. Wie wär's, wenn du es uns überlässt, das zu beurteilen?
Und wenn etwas schiefgelaufen ist, dann müssen wir es wissen. Ja, etwas ist schiefgelaufen. Jemand hat versucht, Mason Capel umzulegen. Ganz genau. Und wie du weißt, wollten wir ihn nicht tot sehen, sondern vor Gericht. Wer ist es gewesen, Craig? Ich war zur Tatzeit mit Steven zusammen. Und da du dir die Kugel mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit nicht selber verpasst hast, kommt als Täter von uns nur noch einer in Frage. Du meinst also Derek? Diese Frage wird er uns hoffentlich gleich selbst beantworten. Wissen Sie, Alfred, was ich mich schon die ganze Zeit frage? Wieso kam ausgerechnet Craig Hunt hinter meinen Plan mit Mason Capwell? Sie haben sicher schon eine Theorie entwickelt. Ja, das habe ich in der Tat, Sir. Wenn Sie mir die Bemerkung erlauben, ich stand Ihrer Entscheidung, Capwell zu eliminieren, von Anfang an mit einer gewissen Skepsis gegenüber. Ihr Plan schien mir offen gestanden nicht gut durchdacht. Und um nochmal auf Craig Hunt zurückzukommen. Er hat, soweit mir bekannt ist, auf diesem Gebiet größere Erfahrungen als Sie. Verstehe. Sie glauben demnach, dass Craig aufgrund seiner Erfahrungen durchschaut hat, was ich vorhabe und mir deshalb im letzten Augenblick dazwischenfunken konnte. Wie denn sonst? Das wüsste ich auch gerne, Alfred. Sind Sie Derek Griffin? Nein, das bin ich. Ich bin Derek Griffin. Ich, muss Sie bitten, mitzukommen, Sir. Wo wollen Sie denn mit mir hin, Officer? Aufs Revier. Wir haben ein paar Fragen im Zusammenhang mit dem versuchten Mord an Mason Capwell. Mir scheint, es hat dich genauso überrascht wie mich, dass ausgerechnet Craig Hunt Mason das Leben gerettet hat. Ich bin im Gedanken noch bei Mason. Deine Gedanken scheinen mir mehr bei Craig zu sein. Darf ich mich nicht freuen, wenn ein Mann, auf den geschossen wurde, noch am Leben ist? Hör zu, ich will nicht, dass wir zwei uns schon wieder streiten. Dann lass uns das Thema wechseln. Warum? Ich meine, wieso können wir uns nicht mehr wie vernünftige Menschen miteinander unterhalten? Und was willst du von mir wissen? Kelly, ich habe nicht vor, dich einem Verhör zu unterziehen. Es hat sich hier nur so viel verändert, während ich weg war. Was hat Mama dir erzählt? Du hast recht. Ich wollte von ihr wissen, ob du dich wieder gefangen hast und... Und was bitte war Mamas Kommentar? Du kennst sie doch. Ich denke, das, was sie gesagt hat, ist gar nicht wichtig. Schlimm, wie du schleimst, wenn du was wissen willst. Meine Güte, ist es wirklich so schlimm, dass ich möchte, dass meine Schwester mir vertraut? Ja, und wenn du die Wahrheit hören willst, ich weiß nicht, was ich davon halten soll, dass meine Schwester sich mit Craig Hunt eingelassen hat. Ist ja interessant. Red ruhig weiter, ich höre dir zu, nur ja keine falschen Hemmungen. Mama meinte, dass eure Beziehung mittlerweile mehr als nur eine ganz gewöhnliche Bekanntschaft ist. Oh, meinte sie? Und, hast du was dagegen einzuwenden? Ja, das habe ich. Und zwar einiges. Du weißt doch selbst, wie dieser Mann unsere Familie im Auftrag von Tonnell tyrannisiert hat. Aber Menschen können sich ändern, Eden. Du hast dich verändert, ich habe Wir beide waren nie kriminell. Nein, weil uns alles, was wir wollen, auf einem silbernen Tablett serviert wird. Die wenigsten Menschen haben so viel Glück. Sie sind praktisch dazu gezwungen, sich alles hart zu erkämpfen. Und das ist Craigs Entschuldigung? Nein, er muss sich für nichts entschuldigen. Das hat er genauso wenig nötig wie ich. Kelly, Mama hat mir erzählt, dass Ethan auf deiner Party Mason oder Daddy beschuldigt hat, Cassandra ermordet zu haben. Ist das wahr? Ja, und kurz danach fiel ihre endgültige Wahl auf Mason. Und du hast nicht gewusst, dass Craig Cassandra gekannt hat? Anfangs wusste ich das nicht, wirklich nicht. Nur, dass er im selben Waisenhaus war wie Derek, mehr auch nicht. Ich dachte, er hätte sich geändert und hatte gehofft, dass wir vielleicht... Aber er hat mich nur benutzt, um an die Familie ranzukommen. Und das macht alles nur noch komplizierter. Liegt dir etwas an ihm? Das weiß ich nicht. Warst du deswegen in Los Angeles, um das rauszufinden?
Ich wollte einfach nur mal in Ruhe über alles nachdenken, mir über einiges Klarheit verschaffen. Aber kaum bin ich zurück, erfahre ich, dass er Mason das Leben gerettet hat. Und mittlerweile weißt du überhaupt nicht mehr, was du denken sollst. Ja. Ach, Kelly, ich weiß, wie du dich gefühlt hast, bevor Craig aufgetaucht ist. Du warst damals am Boden zerstört. Und unsere Familie ungemein erleichtert, dass ein gewisser jemand aus meinem Leben verschwunden war. Vielleicht ist das die Erklärung. Möglicherweise hast du dir Craig nur ausgesucht, weil Mom und Dad von ihm viel weniger halten als von seinem Vorgänger. Ich möchte weder von dir noch von sonst jemandem therapiert werden. Und wenn jemand weiß, dass ich mich aber auch wirklich noch nie, auch nur die Bohne, für irgendwelche Konsequenzen meiner Handlung interessiert habe, dann bist ja wohl du das. Tja, vielleicht haben wir beide mehr gemeinsam, als wir zugeben wollen. Dann versetz dich in meine Lage. Denk einfach dran, wie es war, als du Cruz damals begegnet bist. Wenn du dir überlegt hättest, was alles schieflaufen könnte, was Daddy und die Familie von diesem Mann halten würden, was hättest du gemacht? Das kann ich dir sagen. Es wäre mir vollkommen egal gewesen, da bin ich mir sicher. Wir haben vielleicht tatsächlich einige Gemeinsamkeiten. Aber im Gegensatz zu mir hattest du Glück. Du hast einen wundervollen Mann. Und du weißt immer, woran du bei ihm bist. Wirklich zu schätzen, dass sie sofort gekommen sind. Man gab mir deutlich zu verstehen, dass ich überhaupt keine andere Wahl habe. Dürfte ich jetzt vielleicht erfahren, weswegen wir vorgeladen wurden? Oh, hat man Ihnen das nicht auch unmissverständlich klar gemacht? Sie sind hier, um einige Fragen zu beantworten, und zwar im Zusammenhang mit dem Anschlag auf das Leben von Mason. Da muss ich Sie enttäuschen, darüber weiß ich nichts. Aber Sie sollten eins wissen, dass ich es unverschämt finde, den Bezirksstaatsanwalt zum Verhör vorzuladen. Ach ja? Und warum? Glauben Sie, nur weil Sie das Gesetz vertreten, stehen Sie automatisch über dem Nein, Gesetz, oder was? Nein, ich kenne diese netten Spielchen nur zur Genüge. Mich damit zu belästigen, Castillo, halte ich ehrlich gesagt für ausgesprochen dumm. Und falls Sie Langeweile haben, schlage ich vor, Sie verstärken die Fahndung nach Laura. Immerhin hat sie einen Mord gestanden. Und wenn jemand ein Motiv hatte, den Mann umzubringen, dann Sie, das müsste Ihnen doch eigentlich bekannt sein. Da wir gerade über das Motiv reden, wie finden Sie meine Version? Es ist kein Geheimnis, dass Sie und Ihre Freunde versucht haben, Mason den Mord an diesem Mädchen in die Schuhe zu schieben, oder? Und wie ich mittlerweile weiß, versuchen Sie bereits seit ein paar Jahren, den Täter auf eigene Faust zu ermitteln. Daraus ließe sich auch ein gutes Motiv für die Tat konstruieren. Wir haben wirklich stichhaltige Gründe zur Annahme, dass Mason Capwell in diesen Mord verwickelt war. Aha, und deshalb wurde Mason unter einem Vorwand in einen Hinterhalt gelockt und von ein paar Verrückten des Mordes für schuldig befunden. Moment mal, soll das etwa heißen, dass Sie mich verdächtigen, in einer dieser Verrückten gewesen zu sein? Davon war überhaupt nicht die Rede. Ich habe Sie vorgeladen, um Ihnen ein paar Fragen zu stellen. Und wenn Sie nichts zu verbergen haben, verstehe ich nicht, wo Ihr Problem liegt. Sie können so lange hier warten, Mr. Griffin. Vielen Dank, Officer. Schönen Tag noch. Was wird hier gespielt? Wie ich gerade erfahren habe, wurde auf Mason Capwell ein Mordanschlag verübt. Und du hörst jetzt zum ersten Mal etwas davon, stimmt's? Ja, natürlich. Offensichtlich hat Castillo von unseren Anschuldigungen erfahren und versucht, eine Verbindung zu dem Mordversuch herzustellen. Wir treffen uns, sobald wir das hier hinter uns gebracht haben, okay? Ich habe Termine, das hier passt mir schon. Dann verschiebe sie. Du willst doch bestimmt nicht, dass wir denken, du hättest vor uns etwas zu verbergen. Natürlich nicht. Gut. Du wirst uns einiges zu erklären haben. Ethan? Derek? Sie sind dran. Lionel! Hallo. Was hast du denn hier zu suchen? Ich konnte nicht glauben, dass es wirklich nicht mehr existiert und ich wollte mich nur selber davon überzeugen. Wahnsinnsidee. Am helllichten Tag, wo dir jederzeit jemand Bekanntes über den Weg laufen könnte. Ich dachte, du wirst für tot gehalten Keine werden. Keine Sorge, es hat mich niemand gesehen. Wie beruhigend. Dabei bleibt es auch besser. Komm jetzt. Augenblick bitte noch. Direkt über uns ist das Schlafzimmer von Warren und Laken früher mal gewesen. Ja, und wir stehen sozusagen mitten im Esszimmer. Schrecklich, wie schnell die Zeit vergeht. Mhm. Ich lebe zwar schon lange nicht mehr hier, aber zu wissen, dass dieses Haus als mein, als unser Heim existiert, das hat mir immer ein gutes Gefühl gegeben. Und mir wird erst jetzt klar, wie viel mir dieses Haus wirklich bedeutet hat. Ja, es war so eine Art Fels in der Brandung für die Familie, was man von dir nicht gerade behaupten kann. Das habe ich wohl anscheinend verdient.
Brust lecken. Keine Ahnung, sie war schon weg, als ich aufgestanden bin. Weich mir bitte nicht wieder aus. Ich möchte mit ihr reden. Ich muss ihr alles erzählen, unbedingt. Ich weiß, du hast vollkommen recht. Das war der größte Blödsinn, den ich je gebaut habe. Ich weiß selber nicht, wie ich das vergessen konnte. Ich hätte berücksichtigen müssen, dass meine Tochter wieder hier ist, das weiß ich. Und ich muss es ihr erklären. Ich bin es ihr schuldig, dass sie von mir die ganze Wahrheit erfährt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du nun auch noch unsere Tochter in deine krummen Geschäfte hineinziehen willst. Nein, natürlich nicht. Wie kommst du denn bloß auf die Idee? Und was bitte musst du ihr so dringend sagen? Sie soll nur wissen, dass ich am Leben bin und dass ich sie liebe. Und dass du nur deswegen vorgibst, tot zu sein, weil du es unglaublich komisch findest, ganz Santa Barbara zu verschaukeln. Falls es nicht anders geht, ja, es tut mir leid. Aber ich kann Laken unmöglich weiterhin in dem Glauben lassen, ich sei tot. Meinetwegen. Bring sie aber schon dabei als mir. Hey. Wir haben eine Menge schöner Tage hier verbracht. Oh ja, und ebenso viele, wenn nicht noch mehr schlechte. Täusche ich mich oder bist du früher mal romantisch gewesen? Nicht romantisch, blöd, Lionel. Ach ja? Es ist viel passiert seit unserer Trennung und es liegt mir fern, Vergangenes wieder aufleben zu lassen. Ich bin nur an der Zukunft interessiert. Und die schließt dich fatalerweise wieder mit ein. Also lass uns verschwinden. Bevor jemand auftaucht, der nicht an Gespenster glaubt schon und eine Ordnung, Erklärung du hast verlangt. Ja recht. Gib mir noch ein paar Minuten, ja? Dann komme ich nach. Okay? Mutter? Mutter, bist du da drin? Sie können mir nicht sagen, wo Sie zur Tatzeit waren. Soweit ich mich erinnere, habe ich mich dazu noch nicht geäußert. Wieso beantworten Sie nicht einfach meine Fragen? Nun, das mag etwas damit zu tun haben, dass ich bisher noch keine Notwendigkeit dazu sah. Die Fragen stehen im Zusammenhang mit einem Mordversuch. Haben Sie das vergessen? Und wenn Sie sich weiterhin weigern zu kooperieren, auch kein Problem, denn es gibt andere Methoden, Leute wie Sie zum Reden zu bringen, mein Freund. Ach, übrigens, ich habe Sie doch vorhin richtig verstanden. Sowas wie ein Haftbefehl liegt nicht vor. Nein, noch nicht. Das könnte sich aber ändern. Und jetzt würde ich gerne wissen, wo Sie zum Zeitpunkt des Mordanschlags auf Mason Capwell waren. Also, ich muss doch sehr bitten. Tut mir wirklich leid, aber ich muss gestehen, dass ich mehr als überrascht bin, wie schrecklich unbedarft Sie an die Sache rangehen. Mr. Griffin, Sie sollten meine Geduld nicht überstrapazieren. Oh, ich warne Sie. Tue ich das etwa? Dann werde ich versuchen, es etwas deutlicher zu formulieren. Ich bin ohne juristischen Beistand hier. Richtig? Und ganz unter uns. Auch wenn ich gestehen sollte, dass ich die halbe Stadt auf dem Gewissen habe, bringt Ihnen das nichts. Sie könnten das nie vor Gericht gegen mich verwenden. Und wenn Sie mich jetzt bitte entschuldigen, ich habe dringende Termine. Ich rede mit Ihnen. Ich sagte nicht, dass Sie gehen können. Vorsicht, Castillo. Treiben Sie es nicht zu weit. Sie haben mir nichts zu befehlen. Ich will eine Antwort. Wo waren Sie in der Nacht, als man versucht hat, Mason Capwell zu ermorden? Sie wollen eine Antwort? Das wollen Sie wirklich? Mhm. Wie wär's vorweg mit einer Frage? Halten Sie uns allen Ernstes für so dämlich, den Versuch zu wagen, diesen Capwell zu töten? Wenn wir uns an allen fünf Fingern abzählen können, auf wen der Verdacht konsequenterweise sofort fallen wird. Hm? Woher soll ich wissen, wie dämlich Sie sind? Das wird sich noch im Verlauf ich der Ermittlungen herausstellen. Ich musste mich damit abfinden, dass Ihre Frau die Nase in meine Vergangenheit steckt. Aber ich finde mich nicht mit Ihren unsinnigen Fragen ab. Ich bin noch nicht fertig mit Ihnen. Güte. Ich weiß definitiv, dass einer von euch für den Mordanschlag verantwortlich ist und das werde ich auch beweisen. Und wenn ich rausfinde, dass Sie es waren, mein Freund, werden Sie bezahlen. Habe ich mich klar ausgedrückt? Oh ja, das haben Sie, ohne Frage. Und jetzt habe ich Ihnen etwas zu sagen. Sie werden mich jetzt auf der Stelle loslassen. Lassen Sie mich los. Sonst sehe ich mich gezwungen, dafür zu sorgen, dass Ihnen ein Disziplinarverfahren angehängt wird. Wollen Sie es wirklich so weit kommen lassen? Finger weg, sofort. Aber natürlich, Derek. Dankeschön. Was wollte er wissen? Oh, er hatte nur ein paar Routinefragen. War ja klar, dass er uns mit dem Anschlag auf Mason in Verbindung bringt und er muss jedem Verdacht nachgehen. Ich habe auch ein paar Fragen an dich, Derek. Es tut mir leid, aber ich hab's eilig. Ich muss sofort... Hör zu, aber ich muss wirklich... Ich finde die Wahrheit heraus. Notfalls auch allein. Oh, hartnäckig warst du ja schon immer. Nur, seit wann bist du derart theatralisch? Ich habe gehört, was passiert ist. Welche Version?
Mason wäre ohne deine Hilfe vielleicht tot. Ich wollte dir nur... Kelly, Sie haben doch nichts dagegen, wenn wir noch kurz etwas mit Craig besprechen. Craig, hättest du nicht Lust, was essen zu gehen? Ehrlich gesagt habe ich noch sehr viel zu tun. Ach bitte, wir zwei wollen dir doch nur danken für das, was du getan hast. Kelly versteht das sicher, nicht wahr? Ja, natürlich, aber... Entschuldige, Kelly, ich muss gehen. Das Amulett lag auf deinem Nachttisch. Ja, und? Das finde ich aber nett von dir, dass du es mir hinterherträgst. Ich war mir nicht sicher. Was meinst du? Ob du es nicht mitnehmen wolltest oder es vergessen hast. Weißt du, ob du das jetzt glaubst oder nicht? Ich kann den Tag auch durchaus ohne das Ding durchstehen. So verblüffend das für dich sein mag. Red ruhig weiter, Liebling. Gibt es vielleicht noch einen Grund, weshalb du hergekommen bist? Welcher Grund wäre das? Ich wollte mich vergewissern, dass alles in Ordnung ist. Geht's dir gut? Ich kann's nicht sagen. Schätzchen, was machst du denn hier? Ich bin hier vorbeigefahren und da sah ich dich. Ist das wahr? Ja, du wolltest gerade reingehen. Wolltest du etwas Bestimmtes hier? Oh, nein, nein. Ich habe nur versucht, mir vorzustellen, wie das neue Haus hier aussieht. Ich denke auch jedes Mal, wenn ich hierher komme, darüber nach. Aber immer, wenn ich versuche, mir ein Bild davon zu machen, sehe ich nur unser altes Haus vor mir. Oh, Liebling, wie das Leben so spielt. Wenn nur nicht alles so schnell ginge und wir nicht unmittelbar nach Vaters Tod hier wieder bauen würden, wäre es für mich etwas leichter. Aber so ist der Lauf der Dinge. Man muss an die Zukunft denken. Das ist nicht deprimierend, sondern wundervoll. Denn das Leben bleibt nicht stehen. Die Zeit bleibt nicht stehen, Mutter. Das Leben ist ein Traum. Und Träume, das weißt du doch, sind eben bloß Träume. Das hat Lionel auch immer gesagt. Und dann hat er noch gesagt, dass das Wundervollste an all dem ist, dass sich jeder Mensch immer wieder neue Träume schaffen kann. Oder Albträume. Ich vermisse ihn wirklich furchtbar, Mutter. Ich würde alles dafür geben, wenn ich nur noch einmal mit ihm reden könnte. Oder wenn ich ihn noch wenigstens nur ein einziges Mal noch sehen könnte. Ist ja schon.